Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier in der Kategorie Metrascher euch heute hier den Don hier euch hier vorstellen. Hier, der kostet hier 105.000 Euro und ja, 5.355. Es handelt sich hier um den Don 1500 B1 von Baujahr 97 bis Baujahr 2005. Ja, finde ich coole Sache das Ganze. Er hier hat eine Leistung von 235 PS, entsprechend hier 173 kW, 540 Liter Tank und 20 km/h auf der Straße, 6000 Liter Getreidespeicher, 11,7 Tonnen. Ja, jetzt haben wir hier also den Don Baujahr 97, dann haben wir hier die Möglichkeit hier hinten uns also so Anbauten uns auszusuchen. Jetzt zum Beispiel hier einmal den IRS, dann hier den PKN 1500B, dann gibt's dann hier den so hier noch, dann hier mit so einem Rohr, dann jetzt hier mit so einer Pipe, also wie wir hier sehen, dann jetzt hier ohne, so nochmal hier zurück, also hier die Verkleidung so gesehen, dann jetzt hier hinten, ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht, also das soll hier eine Ballenpresse sein, ja, ich habe es jetzt probiert, also es funktioniert nicht. Dann wieder Standard. Dann gibt es das Ganze jetzt einmal hier Baujahr 2000, wie wir hier sehen. Da haben wir jetzt so her, schauen wir uns das an, da die gleichen Funktionen, wie wir sehen. Hier mit dem Rohr dran, mit der Verkleidung. Dann haben wir hier den hier ein bisschen anders, da wie wir sehen. Mit der Verkleidung hier so her. Dass die Ketten offen sind mit den hier der Presse, was nicht funktioniert, komischerweise. Ja, und dann gibt es das Ganze jetzt hier, dann so, Baujahr 2005. Wie wir sehen, haben wir hier das Ganze offen, mit den ganzen Anbauten, mit den ganzen Riemen, so her. So. Ich finde das schon mal wirklich sehr interessant, das Ganze. Und ja, das mit der Nummer, das also habe ich jetzt denn nicht gesehen, also irgendwo, da müsste dann hier stehen, hier Nummer 1 oder 2 oder 3 oder 4, das funktioniert nicht. Dann gibt es das Ganze hier nochmal zu kaufen, muss ich mal den hier ändern, wieder, glaube ich, müsste das so sein. Da gibt es hier die Kupplung, wie wir sehen hier, für den, also den Hänger jedenfalls, haben wir hier ein paar. Da gibt es hier die Kapazität, die kann man hier erhöhen, hier auf 6.500 Liter oder hier nochmal hier 6.500. Dann gibt es den 7.000 Liter, also so die Varianten haben wir jetzt, wie ich gesehen habe. Motorführung können wir auch ändern, dann haben wir hier 260 PS, entsprechend hier 191 kW. Da fehlt auch irgendwie was drin her, also wegen dem Equipment, da ist mir auch nichts aufgefallen, wenn ich jetzt, also da sollte vielleicht Lärmschutz irgendwas vielleicht zu sehen sein, wie wir so her, da wenn wir reinschauen, nichts sehen. Wir können das Glas uns kolorisieren ein bisschen, steht einmal hier da. Dann gibt es hier Reifen, ja, wie wir sehen hier so, die F136 plus F148-1 oder hier die F81, wie wir ja sehen. Also diese Varianten haben wir. Mehr hat jetzt der Drescher jetzt nicht. Ich finde, das ist eh sehr viel, was wir uns hier anschauen können. So, dann schauen wir uns jetzt noch hier schnell hier um. Da haben wir einiges, was wir hier zur Verfügung haben. Da haben wir jetzt zum Beispiel hier uns ein Schneidwerk, den ZHU-6. Der hat hier ein Gewicht von 2,7 Tonnen, 6 Meter ist hier die Arbeitsbreite und 8 km/h die Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, 15.000 kostet und ja, 765 Miete. Cool dran finde ich, du kannst jetzt hergehen,
die Verkleidungen hier abmachen, wie du hier siehst. Dann kannst du hier eine Nummer hinzufügen. Wie wir hier sehen, sind wir hier von 1 bis 10. Dann hier Farbwahl als alte oder das neue Modell. Diese gleichen Funktionen haben wir jetzt hier auch über den hier. Wie wir ja sehen. Auch da kostet ja 17.000 Euro das Gerät. Und ja, 867. Wir haben jetzt hier 2,8 Tonnen, 8 km/h Geschwindigkeit und 7 Meter ist die Arbeitsbreite. Als nächstes haben wir natürlich hier uns ein 8 Meter Schneidwerk oder eher gesagt 8,60 Meter, 8 km/h, hier 3,1 Tonnen, wie wir sehen. Hier ist genau das gleiche jetzt hier mit den Sachen, was wir hier uns hinzufügen können und natürlich designen können. 17.000 kostet das Ganze und hier 867 Miete. Das Coole finde ich jetzt an diesem Mod ist, der hat hier ein Schneidwerk für also Sonnenblumen und Körnermais. Da können wir hier die Seite hier auch aufmachen. Farbwahl hier genauso auf das neuere Design. Das Ganze kostet hier 9.300 Euro. Miete hier 474. 40 Euro Unterhalt am Tag. Das ist also noch ein Wert hier aus also den 17er oder 19er. Und das Ganze hat ein Gewicht von 2 Tonnen. 5,60 Meter die Arbeitsbreite. Geschwindigkeit hier 10 km/h. Dann haben wir noch hier bei den Drescher hier unseren Schneidwerkswagen. Wie wir sehen, das finde ich ganz cool hier. Verwahl auch hier auf neu oder auf alt. Das Ganze kostet hier 4.000 Euro. Miete sind wir hier bei 204 und Gewicht 1,1 Tonnen. Also ist schon was ordentlich. Ich habe jetzt schon mal den hier mal so gekauft, wie wir sehen. Dass wir hier sehen, wie das Ganze mit dem Verschleiß ist. Ja, und schon mal eingeschaltet das Ganze. Wir werden natürlich den hier dann auch gleich testen. So. Da kommen auch hier natürlich hier unseren Schneidwerkswagen. Der hat hinten, wie wir sehen, Zwillingsbereifung. Da drauf. Okay, den mag er gar nicht mal nehmen. Kommt mir vor. Ah ja, ich muss das Gerät wechseln. Dann funktioniert es auch mit Nachbar. Oder auch nicht, wie wir sehen. Also es ploppt hier nichts auf. Also haben wir hier da schon mal einen Fehler drin, vermute ich. Da können wir auch gleich hier mal die Lok anschauen. Okay, ran, hier ein paar Sachen mal wieder mal nicht laden, wie wir hier sehen. Irgendwas wegen, also Texturen, Spekular, DDS, irgendwas steht dann da. Was haben wir hier noch? Ja, das wiederholt sich hier ein paar Mal, wie wir sehen. Ich glaube, pro, dass man hier den, also sich gekauft, glaube ich. Ja, schade mal, dass er den nicht anhängt. Wir testen jetzt hier einmal den mal so her. Also Blinker, ja, vorne funktioniert schon mal. So, dann schauen wir mal, was hier passiert. Ah, hinten haut das schon mal so raus. Ha, gut. Wollt mal schauen, ob das vielleicht geht oder auch nicht. Funktioniert so, wie er sein soll. Schauen wir mal innen drin jetzt mal an. Pedale, wie wir sehen, hier funktionieren. Das Joystick hier ist auch hier animiert an der Seite. Hier sehen wir hier unsere also Geschwindigkeitsanzeige. Wir können das Ganze mal ausschalten. Sehen wir hier mit dem Einzug, sieht auch ganz gut aus. Jetzt gehen wir in die Außensicht mal ran, schauen wir unsere Rundumleuchte. Dann spulen wir mal, denke ich mal, ein bisschen mal die Zeit mal vor. Dann schauen wir den uns auch gleich hier im Dunkeln an. So, einmal F geschalten. Dann
hier mit Numbit 5. 6 geht gar nichts. Einmal F, zweimal, dreimal. Da haben wir hier seitlich hier auch einen Scheinwerfer. Da sehen wir auch, der Kegel dreht sich schon mit. Wir gehen mal in die Innenansicht mal rein. Da sehen wir hier so, das dann so her aus. Spiegel, wie wir sehen, hier vorhanden. So, gehen wir wieder hier vor mit der Zeit. So. Können wir auch gleich jetzt mal den Helfer mal einschalten. Schauen, was passiert. Wir sind ja auch gleich vorne, wie er dreht. Wir haben ja jetzt einen Getreidespeicher von 6.500 Liter. Da passt schon was rein. Sehen wir, jetzt sieht das hier so hier aus. Die Kornstrecke zieht es leider nicht ganz nach oben. Schade irgendwie. Also Fruchtzerstörung wäre da. Also hier einiges hier im Verlust. So, sehen wir hier Spiegel hier. Passt auch ganz gut. Wir gehen jetzt gleich mal rüber. Und gehen natürlich in unseren anderen rein. Das müsste jetzt der hier sein, ja. So, das ist jetzt, wo ich gesagt habe, also das neuere Modell mit hier dieser Presse, was dann funktioniert. Ah, sind wir jetzt hier. Spiegel hier sieht super aus. Innen drin sieht genau gleich aus. Also Blinken hier vorne. Wenn ich jetzt Warnblinker einschalte, geht hier unten das an. Sonst ja nichts. So, fahren wir mal weiter. Sehen wir jetzt hier. Unser Einzug sieht optisch ganz cool aus, muss man sagen. Und ja. Es gibt halt leider nicht die Möglichkeit, wie wir hier sehen, hinten, dass wir Ball machen. Jetzt haben wir gleich hier unsere Ablage wieder drin. Jetzt wieder einen Häcksler einschalten. Das ist halt schade, dass das halt noch nicht funktioniert. Und Umleuchte hier funktioniert. Blinker, wie wir sehen. Da ist genau das gleiche wie beim folgenden Modell. Ja, mehr gibt es da nicht. Ich finde halt schade, dass der nicht lockfehlerfrei halt ist und halt, dass der halt, wie gesagt, hier diese Presse nicht funktioniert. Es wäre echt ein cooler, also Drescher in den Hinsicht, weil er ja Beispiel eine Sache mit unter einmal hier erledigt natürlich. Wir können jetzt Ballen pressen und dreschen zugleich. Das ist ja was Cooles natürlich. Ja. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein kurzes Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.